Habt ihr das eigentlich auch manchmal, dass ihr einen Schluckauf habt und der dann über den ganzen Tag immer wieder kommt? Das hatte ich nämlich gestern. Ich hatte morgens direkt einen Schluckauf und dann habe ich bestimmt 4 oder sogar 5 Mal am Tag wieder einen Schluckauf gehabt und richtig lang. Also, keine Ahnung, bestimmt 5 Minuten oder so jedes Mal. Und ich habe mal eine Geschichte gelesen von jemandem, der einen Schluckauf hatte und der ist dann nicht mehr weggegangen. Stellt euch mal vor, mein Schluckauf wäre nicht mehr weggegangen. Jetzt hoffe ich, dass ich heute nicht wieder einen Schluckauf kriege. Ich kenne natürlich alle Methoden gegen Schluckauf. Und die einzige, jetzt kommt hier der ultimative Tipp für euch, die einzige Methode, die wirklich hilft, ist, dass man sich über Kopf macht. Also praktisch, man hängt den Oberkörper nach vorne und trinkt Wasser. Am besten natürlich aus einer Flasche, denn aus dem Glas ist es relativ schwierig, wenn man über Kopf hängt, aber es geht auch aus dem Glas, wenn man es kann. Und dann trinkt man mindestens 10 kleine Schluck Wasser hintereinander, ohne zu atmen. Und das ist die einzige Methode, die gegen Schluckauf hilft. Aber wenn man jetzt natürlich über den Tag verteilt immer wieder einen Schluckauf kriegt, so wie ich gestern, dann ist das natürlich relativ anstrengend, sich permanent das Wasser reinzutun. Deswegen am besten gar keinen Schluckauf kriegen. Früher hat man doch immer gesagt, wenn man Schluckauf hat, denkt jemand an einen und küsst eine andere. So, jetzt frage ich mich, wer da denn gestern irgendwie unterwegs war? Oder waren das verschiedene Leute? So, nachdem ich mich darüber jetzt genug ausgelassen habe, ich habe mich ja gestern gar nicht mehr gemeldet, das war aber nicht wegen dem Schluckauf. Ich habe mich ja noch mit einer Freundin getroffen, das hat auch geklappt, wir sind spazieren gegangen. Das war ganz lustig, weil ich habe hier so eine bestimmte Route, die ich öfter gehe, ist so ungefähr eine Stunde zügig gegangen. Und wir sind losgegangen und sie meinte dann so irgendwie, ah, du gehst ja auch recht zügig. Und ich so, ja, soll ich langsamer gehen? Sie so, nein, nein, das ist mir recht. Und das fand ich sehr gut, weil ich hasse es ja langsam zu gehen, wie ihr schon wisst. Dann haben wir danach Stollen bei mir gegessen, schön mit Abstand natürlich. Und haben uns noch Geschenke gegeben. Sie hat mir total viele coole Sachen gegeben. Sie hat von mir auch was ganz Tolles bekommen. Und zwar so eine, ja, das ist so eine handgetöpferte Matcha-Teetasse. Ich habe selbst mir auch davon 2 besorgt. Und dann haben wir noch ein bisschen Fernsehen geguckt. Und, ah ja, genau, wir haben Prom geguckt auf Netflix. So ein Musical mit Meryl Streep und ja, allen möglichen Leuten. Und ich war total fertig. Und dann habe ich tatsächlich schon um 10 Uhr gepennt. Also es wird immer schlimmer. Dementsprechend bin ich jetzt auch schon wieder seit 5:30 Uhr wach. Keine Ahnung, was gerade Der abgeht. Plan ist jedenfalls so, dass ich heute auf jeden Fall endlich mal wieder meinen Workout mache. Und dann werde ich mich auf jeden Fall am Nachmittag nochmal hinlegen, damit ich heute Abend nicht wieder so fertig bin. Und damit ich dann nämlich heute Nacht die neue Folge von Leaving My Head On aufnehmen kann. Die habe ich ja gestern geschrieben, gestern Morgen. Muss ich nochmal kurz überarbeiten, aber jetzt ist schon ziemlich perfekt. Und dann wollte ich das nämlich aufnehmen und das geht nämlich nur nachts. Das kann ich tagsüber nicht machen, weil ich brauche dafür meine Ruhe und es wird immer nachts aufgenommen. Es ist so. Genau. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, weil die letzte Folge habe ich, glaube ich, im April online gestellt und total viele Leute, was heißt total viele Leute, aber ein paar Leute, die das gerne angucken und anhören, fragen mich schon dauernd, wann denn eine neue Folge kommt. Es ist ja total lieb, dass der Mann gekocht hat. Ich komme runter, freue mich total, denke mir geil, ich kann meinen Film gucken. Und jetzt stehe ich hier und muss alles noch nachkochen. Der Reis ist zu hart. Und nachdem ich ihn auf dem Teller habe, sagt er es. Und jetzt kommt er.